Hey Leute, da sich einige von euch wieder so ein klassisches DIY von mir gewünscht haben, habe ich heute wieder ein Schreibtisch-Makeover für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten DIY. Und zwar braucht ihr dafür leere Shampooflaschen, die ihr gut mit Wasser ausgespült habt, dass da kein Shampoo mehr drin ist. Und dann müsst ihr als erstes den Aufkleber ablösen, das geht wirklich super einfach. Und dann müsst ihr mit einer Schere die Shampooflasche auf eure gewünschte Größe zurechtschneiden, sodass da Stifte rein können oder Kleber, was ihr auch immer haben wollt. Und Feinarbeiten könnt ihr dann noch mit einer Schere so erledigen. Dann müsst ihr 3 oder 4 von machen. Die verschiedenen Abteile könnt ihr noch in Folie einwickeln oder irgendwie verzieren, wie ihr wollt. Und jetzt müsst ihr sie zusammenkleben. Am besten geht das mit einer Heißklebepistole. Das habe ich dann auch am Ende mit einer Heißklebepistole gemacht. Und dann seid ihr auch schon fertig. Das Ganze ist natürlich eine Stifteaufbewahrung. Das heißt, in die größeren können Stifte rein und in das kleinere kann dann Kleber rein oder Textmarker oder so. Und dann seid ihr auch schon fertig mit dem ersten DIY, was wirklich super einfach und schnell geht. Für das zweite DIY müsst ihr euch eine Schublade aus eurem Schreibtisch holen. Das geht wirklich super einfach. Und jetzt müsst ihr mit Lego-Steinen ein Raster in eure Schublade legen und das dann zusammenbauen und auch hochbauen. Denn das ist, um das gerade in unseren Schubladen zu bewältigen. Am Ende habe ich dann noch mit diesen glatten Steinen das Ganze abgerundet und dann seid ihr auch schon fertig. Jetzt müsst ihr die Schublade nur noch in euren Schreibtisch zurückbauen und dann könnt ihr eure Schublade auch schon einräumen und ich verspreche euch, es wird viel ordentlicher aussehen als vorher. Und ja, dann seid ihr auch schon fertig mit dem zweiten DIY. Das dritte DIY ist mehr eine Inspiration als ein DIY, ich wollte es euch aber trotzdem zeigen. Und zwar müsst ihr, wenn ihr Seitenteile habt von eurem Schreibtisch, eine Leine an euren Seitenteilen spannen. Wenn ihr keine Seitenteile habt, könnt ihr es einfach an die Wand vor eurem Schreibtisch kleben. Und das ist dann eine Wäscheleine sozusagen für wichtige Notizen. Ja, ich weiß, ich habe auch eine Magnetwand, aber ich glaube, einige von euch haben keine Magnetwand und dann könnt ihr das machen. Und das war auch schon die dritte Inspiration. Es ist wirklich sehr einfach. Für das vierte DIY, was auch meine Inspiration ist, braucht ihr nur Faden, also so ein breiteres Band. Und das müsst ihr mit viel Tesafilm an die Seite eures Schreibtisches kleben, auch so an die Seite spannen. Das hält gut, wenn man da viel, viel Tesafilm dran macht und das ein bisschen versteckt. Und dann könnt ihr da Stifte dranhängen, Kulis oder so. Und das ist eine sehr praktische Stifteaufbewahrung. Wenn ihr schreibt, könnt ihr euch einfach schnell einen Kuli nehmen und den danach wieder an das Band stecken. Und das fünfte DIY ist auch sehr einfach. Ihr braucht einfach eine Klopapierrolle. Wenn ihr wollt, könnt ihr die ansprühen oder so. Und dann müsst ihr die trocknen lassen. Und jetzt müsst ihr die Klopapierrolle längs aufschneiden. Und ihr könnt die so ein bisschen auseinanderdrücken, dass so eine Spalt entsteht sozusagen. Und jetzt braucht ihr noch solche Stecknadeln und die müsst ihr an die Unterseite von der Klopapierrolle stecken, dass die so stehen kann. Und jetzt seid ihr auch schon fertig. Das ist nämlich sozusagen eine Halterung für Postkarten oder Lochverstärker oder so für einfachere Sachen. Und das war auch schon das letzte DIY für dieses Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!